Hallo zusammen. Endlich bin ich wieder da. Es hat etwas länger gedauert, da ich ein paar Problemchen hatte mit meinem FSX, besonders mit der iFly. Und da musste ich erstmal ein bisschen was dran rumarbeiten und rumdoktern. Ich habe es noch nicht ganz geschafft, deswegen werden wir heute den Flug nicht mit der iFly fliegen, sondern ich habe seit langem mal wieder einfach den Airbus X Extended rausgepackt, ein bisschen upgedatet und ein bisschen das Landen geübt. Das ist ja doch ein Riesenunterschied zwischen einem Airbus und einer Boeing. Ich muss dazu sagen, ich komme immer noch nicht so ganz hundertprozentig zurecht mit einem Airbus, deswegen wird das Landen noch der Autopilot übernehmen. Ich kriege es einfach nicht hin. Ich habe mein Lieblingstool ist momentan Lord of the Landing. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Landungen ich gemacht habe, geübt habe. Ich habe aber keine wirklich brauchbare hingekriegt. Ich habe Aufsatzraten zwischen 400 und 700 Fuß pro Minute, ganz, ganz selten mal eine unter 200. Das bringt nicht viel, weil dann beim Aufsetzen FS Passenger sagt, Reifen ist geplatzt und damit ist der Flug voll für den Arsch. Gibt dann auch ein paar Minuspunkte dann hier bei meiner virtuellen Fluggesellschaft. Von daher lasse ich's und lassen lieber Autolanding machen. Macht nicht 100 ganz so viel Spaß, aber es ist trotzdem lustig. Er hat ja schöne Future dabei, wie die Checklisten, was das Ganze dann ein bisschen anspruchsvoller dann wieder machen. So, wie ihr seht, bin ich schon wieder auf der Seite von meiner Fluggesellschaft. Ich habe auch schon einen Flug gebucht. Wir fliegen, wie schon gesagt, mit dem Airbus A321 von Tegel nach Frankfurt. Wieder in den rot-weißen Farben, weil bekanntlicherweise TUI Fly keinen Airbus hat. Die Kennung hier oben wird nicht stimmen. Unsere Call Sign ist die Air Berlin 540. Fliegen, wie gesagt, mit einem Airbus A321-200 von Tegel, sollen da am Gate 51 stehen, nach Frankfurt zum Gate, wenn es geplant wird, es kriegen Victor 129. Die Flugzeit beträgt 1 Stunde 15 Minuten und die Passagieranzahl ist 166. Wir fliegen, wie gesagt, von Tegel nach Frankfurt. Alternate ist Frankfurt-Hahn. Die Flughöhe ist Flight Level 220. Kostindex ist bei Air Berlin 30 für den Airbus. Macht eine Distanz von 257 Newton. Wir haben unsere Gewichte, unser Zero Fuel Weight. Unser Block Fuel ist 7 Tonnen 666. 7, ja doch, 7,66 Tonnen. Das Wetter ist noch dieses Wochenende nicht ganz so berauschend und wie man sieht, die Flugroute ist relativ gerade. Wir haben also nicht viele W-Punkte. Wir werden in Berlin Richtung Brane starten, wird dann wahrscheinlich die Brane to November oder to Tango sein oder ähnliches. Dann geht es auf die Quebec 201 nach Burel, dann weiter nach über die M736 nach Magdeburg. So, da hat jetzt mein Handy ein bisschen geklingelt, muss ich mal ganz kurz dran gehen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Also, nach Magdeburg, dann über die Z20 nach Birka, dann über die T177 nach Lesmo. Dann über die T157 nach Kerax. Zurzeit ist der Wind in Tegel aus 240 mit 13 Knoten. Das heißt, wir werden also
die 2-6 Left oder Right erwarten können. Wenn ein Lotse online ist, ich meine eben gesehen zu haben, dass noch keiner online ist, aber es kann sich ja alles noch zum Guten wenden. In Frankfurt kommt der Wind aus 230 mit 10 Knoten. Das heißt, wir werden also definitiv eine von den 2-5ern erwarten. In den meisten Fällen wird es die 2-5 left oder die 2-5 right, weil die 2-5 center ist in der ist eigentlich immer die Departure Runway und die zwei anderen sind die Arrival Runways. Ja, auf der Karte sind leider die Wegpunkte nicht so eingezeichnet. Es ist fast wirklich so straight away, wie es hier so ein bisschen zu sehen ist. Aber das würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal auf der Karte vom EFAS an. Ich habe da nämlich schon mal was vorbereitet. Einmal darüber. Papp. Wie ihr seht, ist jetzt hier oben in Tegel noch kein Lotse online. Dafür haben wir Langenrader, den Approach-Lotsen in Frankfurt und den Tower in Frankfurt. Ich mache mal das Fensterchen hier auf. So, also wie schon gesagt, die 2-6 left erwarten wir. Zum Starten, es geht also dann straight geradeaus, Kurs 2-6-0 Richtung Brane, bisschen bis Burel, dann werden wir ein bisschen südlicher abdrehen, Richtung Magdeburg. Dann Höhe Magdeburg werden wir dann ein bisschen abdrehen, westlich abdrehen, Richtung Frankfurt schon im Endeffekt. Und dann werden wir Richtung, was haben wir denn hier noch Größeres in der Nähe, was man so kennen könnte? Eigentlich nicht viel, ne? Bad Hersfeld, ja, fliegen wir so ein bisschen dran vorbei. Das kann man eventuell kennen. Und dann sehe ich jetzt hier gerade, dass uns eher die 18 habe ich da einprogrammiert. Das ist natürlich falsch, weil, wie wir sehen, ist es die Arrival Runway 2-5 left oder 2-5 right. Das werde ich dann jetzt mal eben ändern. Gut, ich ändere das mal und melde mich gleich wieder. So, da bin ich auch wieder. Jetzt habe ich es geändert auf die 2-5 left. Erfahrungsgemäß wird es in der Regel eher die 2-5 left als die 2-5 right. Kommt aber immer darauf an, wo der Center-Lotse uns hinschickt. Wo waren wir stehen geblieben eben? Genau. Wir waren dann Richtung Kerax und dann wird er uns hier unten hinschicken, rumschicken. Wir suchen uns mal die Transition raus. Die Transition programmiere ich mir immer gerne mit ein. Es ist zwar selten, dass wir sie abfliegen, aber sie wird schon mal abgeflogen. Normalerweise müssten wir sie abfliegen, aber wie gesagt, manche Lotsen schicken uns dann halt doch eher den geraden Weg. So, wir haben die 25 links und kommen über Char hier unten. Also über Charlie. 25 links, Charlie. So, so wäre dann unser Anflugweg. Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass er uns so Richtung von da oben irgendwo direkt nach Letgi oder irgendeinen anderen Delta Foxtrot Wegpunkt schickt. Ja, hier haben wir dann nochmal unsere Flightplan wieder. Wir haben laut dem Flightplan einen kompletten Fuel für 2 Stunden und 6. Geplante Flugzeit ist, wie eben schon gesehen, 1 Stunde und 15. Also wir haben satt und genug
Sprit an Bord, die Routendetails nochmal. Wir haben etwas ja, relativ Seitenwind von Westen herkommt. Fuel Payload 6 Tonnen kommt, glaube ich, fast hin. Ja, 7,6, also wird satt und genug sein. Das Wetter sieht natürlich ein bisschen bescheiden aus. Wieder sieht es ein bisschen aus westlicher Richtung, kommt der Wind mit 31 Knoten, Satellitenbild. Wir haben momentan diese Rotationsbewegung, wie man auch momentan merkt, ist es etwas kälter geworden. Das heißt, der Wind etwas eingedreht von Norden, nimmt die Kälte hier oben aus der Nordpolregion mit. Darum ist es jetzt momentan so ein bisschen kühler. Sextant-Wetter haben wir nur Wind, Wind, Wind. Auf Flugfläche 310 haben wir sehr viel Wind. Hier sind nochmal die Wetter für unsere Arrival und Departure Airports. Pax-Liste. Oh, ein VIP. Aha, mit 5 Jahren schon ein VIP. Respekt. Ein Law, was auch immer das heißt. Richter, ich weiß es nicht. Mit 33 ist ja möglich. Dann würde ich sagen, starte ich jetzt mal den FSX und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der FSX gestartet ist und wir können dann mit dem Boarding und Programmieren des Airbus beginnen. Also bis gleich. Tschüss. So, hallo, da bin ich jetzt wieder und wie ihr seht, ist das Flugzeug schon geladen. Der Caterer fängt schon an, die Autos in Position zu setzen. Ich würde dann sagen, gehen wir einfach mal rein in den Flieger und fahren ihn mal so weit hoch. Er ist im Cool den Dark Modus, das heißt, wir haben alles raus. Batteries on. Fuel Pumps können wir schon mal einschalten. Und IRS ist natürlich on, klar. Vergesse ich immer, fast immer. Dann drehen wir uns die Displays hoch. Ja. So, dann schalten wir uns die Checklisten ein. Ich finde es immer ganz lustig, mit den Checklisten zu arbeiten. Arbeiten wir die. Okay, let's start with the cockpit preparation checklist. Both on. Electrical power. External power on. Navigation lights. Set on. Engine master. Both off. Engine mode selector. Check normal. Landing gear lever. Check. Is off. Flaps. Checked position. Speed brake lever. Checked retracted. Thrust lever. Set. Responder mode. Check standby. Radio control panel. Set on. Trim recall. Mm-hmm. The 22 Oscar, good window and inbound Virgin America. Then runway check. 28 taxi via Bravo. No is on. Right, is on. Emergency left. Lights. Set. No smoking signs. Set on. Anti-lights. Are off. Cloud window heat. Is off. Air condition. Checked. Navigation panel. Checked. Electric panel. Checked. Fuel pumps. Are on. Hydraulics. Checked. Checked. Ground proximity warning system. Are on.
Is on. Check. Check. So. Genauso lange gedauert, wie das Catering gebraucht hat, zu beladen. Jetzt ist gerade der Ton weg, weil ich im EFB drin binne. Was ist das für eine Aussage? So, dann starten wir den Flug mal. Achso, die Parking Rack reinsetzen. So, 144 Passagiere, laut Flugplan sind es 166, kommen wir noch nicht ganz dran, also voll das Ding. Die rein, das ist die 540. Destination ist Frankfurt, 1 Stunde 15. Destination set. In Fuel, Center Tank. Kann man komplett leer machen, Block Fuel 76. Wo sind wir noch? 66? 62? 59% in beide Tanks. Ja, muss man schon auf 60% gehen. 7, 5, 8, 7, oh, machen wir noch ein bisschen. 61. 61, 7, ja, passt. 40 Kilo mehr als im Flugplan drin. So, das Takeoff-Rate soll 70,541 sein. Also können wir noch 5 Tonnen Ladung einpacken. For runway 22 left, we are Lima, Bravo. November, cross run, runway 15 right, and 15 left. This is 849 launch track, that could be a Bravo Alpha 1. Oh, Alpha 1, thank you, 849. Sounds 423 heavy, cross runway 15 right, hold short, runway 15 left. We confirm, crossing runway 15 right, hold short runway 15 left, so from the 43, and just to be sure, we don't need to contact ramp here, right? 551, 22, crotch runway 15 left, monitor tower 128.8, okay. Okay. 20 Minuten, und wir können ein bisschen erklären. So. Rücken wieder hin. Dann programmieren wir mal das FMC. So, Init. Wir fliegen von Tegel nach Frankfurt. Flight Nummer ist Airline 6553. Kostindex ist 30 und, das hat man gesagt, 22. So, dann um den Flightplan. Tegel, Departure. Das ist die 26 left. Hopp, mit der Brane 2 im November. Und von der dann geht's auf die M736 6. Da ist er. Bis nach Magdeburg. Von da aus geht's auf die Zulu 2-0. Na? Dann auf die Tango 177. Bis nach Lesbo und dann auf die Tango
5-7 bis nach Kerax. Flagline. So, in Frankfurt erwarten wir die 25 left. Da ist er mit der Terra One Bravo Departure Route und Charlie. So, und so sieht das Ganze dann für den Flugplan aus. Größe 5000. Dann gehen wir auf Preference-Seite. Wir starten mit Flaps 2. Und hier ist alles managed. Gehen wir schon mal den Approach an. Der Q&H in Frankfurt ist 10.12. Die momentane Temperatur liegt bei 15. Und der Wind kommt zurzeit aus 220 mit 08 Knoten. Rest mache ich gleich. Dann haben wir erstmal. So. Hintergrundmusik abspielen. Pop. Okay, dann werde ich mich mal so weit beim IVAO anmelden und werde dann gleich wiederkommen. Alles klar, bis gleich. Tschüss. So, da bin ich jetzt erst. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie schön das ist, dass wir hier mit Container beladen wird, dass auch GSX da nicht nur die Förderbänder, sondern auch diese Containerbeladefahrzeuge hat. Ob er A320 mit Containern beladen wird, weiß ich jetzt nicht so ganz. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube eher, es wird einzeln beladen. Es ist soweit alles vorprogrammiert. Wir warten jetzt einfach nur, bis die Passagiere gebordet worden sind. Und ich wollte das halt einfach nur mit den Containern hier vorne mal zeigen, wie schön das aussieht. Dass das doch eigentlich ganz nett gemacht worden ist von FS Dream Team. Und ich gucke mir dann weiter das Borden an und werde mich dann gleich wieder zu euch wenden, wenn wir fertig sind. Alles klar. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Boarding ist jetzt gleich zu Ende. Damit auch ein bisschen Verkehr hier bekomme ich, was man hier sehen kann. Mehr kann man nicht so wirklich sehen. Dauert also nicht mehr lange. Dann können wir mit dem Boarden beginnen, mit dem Vorbereitung für die das Pushback. Before start checklist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen des Captains und Hintergangs, closed and locked. Left. Wir hoffen, dass Sie die Flug genießen werden, bitten Sie, folgenden Sicherheitshinweise des Personals zu beachten. Set on. Set on. Auf. Und disconnect. Willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin Ihr Börser auf diesem heutigen Flug. Disconnected and off. Recht herzlich begrüßen. In wenigen Minuten werden wir starten und bitten Sie daher, sich zu setzen und den Sicherheitsgurt zu schließen. Set on. Ich möchte den internationalen Sicherheitsvorschriften für Sie folgende Sicherheitsanweisung zu beachten. Is on. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handgepäck sicher und One, zero, one, zero. Ich habe genug Notausgänge, die wir heute Morgen mit dem Wort Exit gekennzeichnet haben. Set on. Den Weg zu den Notausgängen markieren und streifen am Boden. Höchst unwahrscheinlich. Bei einem Druckverlustes in der Kabine werden Sauerstoffmasken über Ihrem Sitz automatisch herabfallen. Flight deck to ground. Go ahead.
ATC clearance for start and taxi received. So please confirm ground equipment and services clear. So, jetzt wird ein bisschen viel geredet hier. Und ground equipment Wasser automatisch einschaltet. Außerdem finden Sie in einer der Seiten Signalpfeiler, Haie anzulocken. Weitergehende Informationen finden Sie in der Schule des Venus Water Reconciliator. Ihre Aufmerksamkeit. Einprogrammieren. So. Weniger G. Ich hoffe, ihr hört alles im Hintergrund. Ich höre es nämlich gerade relativ leise. Kann man sagen, dass ich den Computer relativ leise gestellt habe. So. Engine 2 is stabilized. Dann die Nummer 1. Irgendwo da ist. Lufthansa Constellation. Also schade, das wir haben ja einiges jetzt zu tun. So. Engine 1 ist stabilized. Okay, good start of both engines and all systems are normal. Everything is clear. So signal to the right, please. Thank you, guys. Roger, good start. All clear signals to the right. Have a good flight. So, da ich jetzt keinen Nutzen anhabe, können wir durch diese 22.000 Fuß, also Flight Latitudisierung, einprogrammiert lassen. Sonst müssen wir natürlich klar an die vorgeschriebenen Höhe halten. Das wäre für die 26 Left mit der Rane to November. Wäre das 4000 Fuß. Dadurch, dass wir es nicht haben, können wir jetzt einfach so wild starten. Natürlich müssen wir das bei Unicom wieder reinschreiben. So wie es bis jetzt aussieht, haben wir immer noch Lotsen in Frankfurt in Umgebung. Parking Brake ist set. Wir haben immer noch Fluglotsen in Frankfurter Umgebung online. Das heißt, wir werden da schon ein bisschen Spaß kriegen mit denen. Ja, dann. Let's proceed with the after start checklist. Set. Off. Set off. Set off. Set. Check zero. Set. Full left. Full right. Neutral. Yes. Full up. Full down. Neutral. Rudder. Full left. Right is clear. Full right. Neutral. Flaps 2. Flaps 2 are off. Check. Check. Receive. So, Autobrake auf Max. Und hier Config schon mal testen. Und Turn-off Lights und die Taxi Lights on. Und dann fangen wir mal an zu Taxi. November.
taxiing checklist. Taxi. As required. Press pedal. Check zero. Max. Review. Check. 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 No blue. Taxi Alpha November cross runway 15 right, hold short runway 15 left. 2 left, yeah, Alpha November cross 15 right, short 15 left, Mr. Speaker. 633 and Bravo, give way to a twin set, please. Bravo, give way to a twin set, Mr. Speaker. 22, you see, Jeff, you walk your left. November, give way to you. So, wieder die nächste Nachricht geschrieben. Track after 225, ready. 225 runway. Das hier gleich line up und Take-off machen. Echo Alpha November. November cross runway 15 right, short runway 15 left. Das können wir jetzt wieder weg tun. Brauchen wir jetzt nicht. Clearing air echo for gate Alpha 6. United 537, echo straight into the gate. 25 terminated Echo 2, join Kilo, Kilo Alpha November, same old short instruction. Roger, Echo 2, Kilo November, Alpha November, Echo 2, November. Your 3187, give way to United, and then turn left on Alpha, taxi via Alpha, Lima, runway 15 right, hold short of November. Flight attendants, please prepare for takeoff. Before takeoff checklist. Check. Are off. Check normal. TA and RA till the valve. Are on. Stowed. So, dann werden wir mal die Nachricht abschicken. So. Musikus. Musikus. Ein bisschen die Framerate am Einbrechen, so ich das merke. Aber wo den Takeoff? 10 Frames, was ist denn los? Zapralot! Was soll der Scheiß? Das fällt mir jetzt gerade mal. So total. So. Uhr starten. Und Takeoff. Okay, let's go. Takeoff. Check. Gear up. So. Jetzt ab. Framerate erholt sich nicht wirklich. Ich weiß nicht warum. Also ich habe momentan nicht so Framerate-Probleme. Es nervt ein bisschen. So, bei 1600 in den Climb Mode. Climb Thrust. Flaps 1. Ein bisschen gegentrimmen. Das ist halt, ich komme halt mit dem Landen noch nicht so ganz zurecht bei dem Flugzeug, weil ich nicht trimmen kann, das macht die Avionik des Flugzeugs ja von alleine. Sobald ich trimme, trimmt er zurück und das als Airbus-Pilot, als Boeing-Pilot, ich bin halt immer gewöhnt zu trimmen und kriege mein Flugzeug eigentlich sehr gut ausgetrimmt.
Wenn ich mir die Frame-Rate angucke, hätte ich auch genauso mit der iFly fliegen können. Flaps ab. Aber, und Flaps ab. Wir werden es jetzt einfach so akzeptieren müssen. Over. Check normal. Set. Check retracted. Gear up, lights off. Set off. Both on. Are off. Check. 1 0 1 0. 0 1 0. So was habe ich ja schon. Transition altitude erreicht. Barrel reference set. Cross check. Aber mit der Framerate, das wundert mich jetzt echt. Ich habe jetzt gerade jetzt 8, 9, 10 Frames, 9 zu 12 gehabt. Also das wundert mich, bin ich jetzt echt etwas verwundert und angenervt. Schade. Es wackelt ein bisschen. Aber es gut gestern, aber okay. Müssen sie durch. Ich sage mal so schön runtertrimmen, weil was anderes macht man mit dem Joystick ja hier nicht. Man gibt dem ja nur eine Trimmung vor. Fliegen fliegt das Flugzeug ja fast von alleine. Also ich habe den Autopiloten ist noch auf, aus. Eins ist was anderes, ist Autothrottel und das war's. Gerade 7000 Fuß kämpfen. Lights off. Passagiere haben zu 9% ein bisschen Angst wegen Turbulenzen, dann werden wir denen die Angst ein bisschen wegnehmen und sie mit einem schönen Film überdudeln. The Battle of Midway. Meine Damen und Herren, eine schöne Dokumentation. So, dann würde ich sagen, ob ich jetzt das Flugzeug fliege oder der Autopilot, ist vollkommen Lupe. Würde ich sagen, machen wir den Autopilot is on. Mal an. Wird jetzt ein bisschen die Steigrate ein bisschen senken und Geschwindigkeit aufbauen erst. Und dann weiter steigen. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut wieder und ich melde mich dann kurz vorm Erreichen des Top auf Descent. Jetzt wird eh nicht mehr so ein bisschen, wird ein bisschen wackeln noch und dann würde ich sagen, bis gleich.